Hallöchen und willkommen zurück. Nach dem extrem emotionalen Moment im letzten Part, ich meine, holy shit, das war echt heftig. Ich habe selber nicht damit gerechnet, wie unfassbar oft meine Stimme versagt hat, wegen diesen unfassbar gut rübergebrachten Emotionen. Also das muss man den Machern von dem Spiel wirklich lassen. Die wissen, wie sie ihre Charaktere zu schreiben haben und wie sie ihre Geschichte zu schreiben haben, um genau die richtigen Emotionen in dem Spieler zu triggern. Das ist echt unfassbar, wie gut das gewesen ist. Ah, ja, ja. Ich meine, zugegeben, ein anderes Spiel. Ich meine, es gibt ja mehrere Spiele, wo man natürlich wütend wird, man wird glücklich, man wird traurig. Gibt es natürlich mehrere Spiele, aber hier findet das Ganze, glaube ich, in einer so krassen Konzentration statt, zum einen. Und zum anderen sind ja auch noch so viele Plot-Twists mit untergemischt. Ich meine, ich habe immer noch nicht alle Mysterien hier aufgeklärt. Ich habe ein paar Mysterien aufgeklärt, aber noch längst nicht alle. Ein paar Plot-Twists habe ich scheinbar noch vor mir. Deswegen, also ein Spiel, das eine so unfassbare Bandbreite an Geschichte liefert. Ich meine, ich habe schon so viele Parts in dieses Projekt investiert. Das habe ich im Vorhinein noch nicht einmal ahnen können, dass ich so lange an Virtue's Last Reward sitzen würde. Das ist echt krass. Ich meine, ich find's gut, ja? Ich find's wirklich gut. Die Rätselräume sind unterhaltsam gestaltet, auch mit dieser Zusatz Herausforderung, dass man eben noch versucht, die goldene Akte zu beschaffen. Ja, und dann halt diese ganzen krassen Emotionen, die bei den ganzen Wendungen durch den Körper fließen. Das ist auch natürlich nochmal nicht ganz ohne. Also ganz ehrlich, boah. Ein Spiel, von dem man extrem viel hat, aber von diesem viel ist an Qualität nichts weiter runtergegangen. Also dieses Spiel bietet sowohl Quantität als auch Qualität, was Geschichte angeht. Das ist echt lobenswert, muss man ganz ehrlich sagen. Holy shit, also AB-Spiel Runde 3. Ich werde jetzt auf jeden Fall natürlich diesen Zeitstrang zu Ende spielen und sehen, was passiert, wenn ich betrügen wähle. Ich gehe mal stark davon aus, dann wird Clover diese Einrichtung ohne die beiden verlassen. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Betrügen. Stimme wurde aufgezeichnet. So, Runde 3 wurde beendet. Ich meine Fresse. Warum ist es bitteschön so wichtig, dass die drei vorher aus der Einrichtung rausgehen, wenn wir diese Schlüssel doch sowieso dazu benutzen können? Wir können diese Sternschlüssel, haben die das schon vergessen, so oft wie möglich benutzen, um dieses Ambidex-Spiel durchzuspielen. Wir können uns quasi unendlich viele Punkte damit holen, bis alle 8 Punkte oder bis alle 9 Punkte haben und dann können wir alle hier raus. Aber das scheint denen ja egal zu sein. Oder zumindest Clover scheint es egal zu sein. Wahrscheinlich hat Tenmyoji darauf spekuliert, dass Clover auf jeden Fall Betrügen wählen würde und dann sofort die Einrichtung verlässt. Betrügen, 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 verbünden. Ja, betrügen hat sich nicht geändert. Die Punkte sind gleich geblieben und jetzt hat nur Clover mehr als 9. Hey, was soll das denn? Quark hatte nichts damit zu tun. Ja, schon klar. Also, warum hast du Betrügen gewählt? Hätte ich dich nicht das Gleiche fragen können? Ich glaube nicht wirklich, dass das die Zeit für einen Kampf wäre. Schau mal, Clover ist schon bei der Tür. Was? Oh nein. Ja. Es ist unfassbar. Sigma scheint sich ja aus den anderen. Scheint sich wirklich aus diesen anderen, aus den anderen Zeitlinien gewisses Wissen rüberzuziehen. Aber aus irgendeinem Grund scheint er es sich nie zu merken, dass jede Person,
ausnahmslos jede Person bis jetzt, okay, mit Ausnahme von Vieh, zugegeben. Alle außer Vieh sind sofort durch die Nummer 9 Tür gegangen, als sie genug Punkte hatten. Sofort. Nur das einzige Szenario war ja hier rechts. Das war ja hier. Wie können wir Vieh stoppen? Das war ja das einzige Szenario, wo Clover, Vieh zwar genügend Punkte hatte, sich aber geweigert hat, die Tür zu öffnen. Also von daher, auf jeden Fall, Vieh, an dieser Stelle meinen größten Respekt an dich, dass du das getan hast, was bislang kein anderer hier tun kann. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwie Dialog übersprungen. Moment, wie komme ich da nochmal hoch? Ah. Okay. Clover, was zur Hölle machst du da? Ich werde die anderen rufen. Was? Ich werde Gerechtigkeit für Alice besorgen. Gerechtigkeit? Was meinst du damit? Die Nummer 9 Tür wurde geöffnet, ja. Zeit für mich zu gehen. Nein! Bitte warte, Clover, warte! Als ob ich dich einfach so davon kommen lassen würde! Naja, Clover wich leicht mit Leichtigkeit aus, das ist unfassbar. Auf Wiedersehen. Ja. Ohne Scheiß, jeder Einzelne, der die Tür geöffnet hat, hat es nicht nur getan, ohne dass ein anderer es gecheckt hat, er ist auch noch in der Lage, sämtlichen Angriffen auszuweichen. Immer. Er wird angegriffen, er tänzelt mit einem Ballettschritt zur Seite und fertig. Meine Güte. Immer wieder das Gleiche. Toll. Game over. Großartig. Großartig. Keine Zusatzinformationen. Zum Beispiel, wer Zero Senior ist, weil der Tenmyoji, der scheint ja jetzt zu wissen, wer Zero Senior ist. Also wer zum Fick ist es? Ja, natürlich ist das schlechte Ende von Tenmyoji. War ja zu erwarten. Alles klar. So, wohin springen wir jetzt als nächstes? Ja. Zu dem allerersten AB-Spiel, wo ich dieses Mal Betrügen wählen werde. Würde ich mal glatt sagen. So, ich habe gewonnen. Betrügen. Krass. Ich dachte, ich müsste jetzt Schere, Stein, Papier noch einmal spielen. Scheinbar nicht. So. Mal sehen, in welche Richtung die Geschichte jetzt gehen wird, wenn ich in der ersten Runde Betrügen gewählt hätte. Du hast Betrügen gewählt, was? Das ist ja... Das ist ziemlich, fies. Was? Du hast gesagt, dass ich das tun sollte? Hey, das habe ich nicht gesagt. Ich habe dir nur eine Frage gestellt. Was würde passieren, wenn unsere AP, was würde mit unseren AP, passieren, wenn Tenmyoji, uns betrügen sollte? Das war eine Leitfrage. Hä? Oh, jetzt verstehe ich. Ich habe mich schon gefragt, warum du so glücklich darüber bist, dass ich wählen kann, nachdem du in Schere, Stein, Papier verloren hast. Du hast die ganze Zeit beabsichtigt, mich als Sündenbock zu benutzen. Hab ich das? Gott verdammt. Ja, ja, schon klar. Das wird jetzt, glaube ich, auch das letzte Mal sein, dass ich diesen Zero Junior sehen werde. Ich meine, wenn ich mir mal jetzt so die Zeitlinien ansehe, er verschwindet ja immer nach den Ergebnissen des ersten Spiels. Ja, und alle anderen Zeitlinien habe ich jetzt mittlerweile bereits erledigt. Passt. So, na dann, los geht's. Jetzt bin ich gespannt. So. Betrügen, verbünden. Betrügen, verbünden. Das war ja klar. Betrügen. Verbünden. Wow.
So viel dazu. Ich wurde betrogen. Er hat Verbünden gewählt? Warum? Er hat letztes Mal Betrügen gewählt. Ja. Und schon wieder. Sigma erinnert sich daran, wie das Spiel das letzte Mal ausgegangen ist. Genauso wie bei Alice in der ersten Runde. Letztes Mal? Wovon redest du da? Oh, nichts. Die Wahrheit war, ich wusste auch nicht, warum ich das gesagt habe. Die Worte sind einfach in meinen Mund aufgetaucht, bevor ich wusste, dass ich sie sagen würde. Du bist derjenige, der betrogen gewählt hat. Ich müsste dich eigentlich fragen, wieso. Ich habe ihm gesagt, dass du betrügen wählen könntest. Fidu. Ich kann dir nicht glauben. Ich hätte niemals betrügen gewählt. Ich habe euch zwei vertraut. Und das habe ich davon. Ah, ich entschuldige mich. Fee, du musst dich doch nicht entschuldigen. Ich war derjenige, der es getan hat. Ich habe den Knopf gedrückt. Oh. Ja, ich schätze, da hast du einen guten Punkt. Wow. Toll. So viel dazu, mich zu verteidigen. Warte mal, was? Es ist Sigmas Schuld. Wenn du jemandem die Schuld geben möchtest, gib sie ihm. Was zur Hölle, Fee? Bah. Was, jetzt werdet ihr euch einander noch bekämpfen? Ist mir egal, wer von euch den Knopf gedrückt hat. Ich werde keinem von euch noch jemals wieder vertrauen. Das ist nicht vorbei. Wartet's nur ab. Oh Gott. Ich versuchte, mir etwas zu überlegen, was ich sagen könnte, aber bevor ich mir etwas überlegen konnte, war er bereits weg. Ich drehte mich um. Fee, was zum Fee? Aber sie war auch weg. Was zur Hölle? Wie ist sie einfach so verschwunden? Als ich mich im Raum nach Vieh umsah, bemerkte ich, dass Clover, Kay und Luna scheinbar auch einen Streit hatten. Ich ging näher ran und tat mein Bestes, um unauffällig zuzuhören. Warum hast du das getan? Tut mir leid, ich schätze mal, ich wollte so früh wie möglich hier raus, weißt du? Ich entschuldige mich, aber ich fühlte mich genauso. Aber wenn wir alle Verbünden wählen, dann könnten wir alle zusammen entkommen. Es bräuchte nur drei Runden, um 6 Punkte zu kriegen. Das wäre genug für uns, um rauszukommen. Warum? Nun, natürlich wussten wir das. Aber wenn wir betrügen, geht es schneller. Wow. Wenn dein Gegner Verbünden wählt und du betrügen, dann erhältst du 3 Punkte. Wenn du das zweimal tust, hast du bereits 6 Punkte. Verstehst du? Wenn du dich verbündest, dann musst du das AB-Spiel dreimal spielen. Aber wenn du jemanden betrügst, dann musst du es nur zweimal spielen. Warum benehmt ihr euch so, als ob es das Richtige wäre? Es fühlt sich fast so an, als ob ihr mir dafür die Schuld geben würdet oder so. Wir versuchen dir nicht die Schuld zu geben. Aber ich meine, wenn du darüber nachdenken würdest, würde es nicht Sinn machen, betrügen zu wählen? Vergiss es. Ich verstehe jetzt. Es war albern von mir, euch zu vertrauen. Luna trottete weg mit ihrem Kopf zwischen ihren Schultern vergraben. Ihr Rücken zitterte, als ob sie weinen würde, aber ich konnte ihr Gesicht nicht sehen. Alice, Dio und Quark allerdings schienen auch einen Streit zu haben. Also gut, wartet's nur ab. Mann, das ist alles deine Schuld, Quark. Meine Schuld? Warum gibst du mir die Schuld? Sie tauschten finstere Blicke aus und gingen dann in verschiedene Richtungen davon. Okay. Wann fängt die nächste Runde an? Bla 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 bla. Alles klar, wisst ihr was? Sofern sich jetzt keine anderen Dialoge ergeben, werde ich bis dahin skippen, bis sich wieder was Neues ergibt. Okay, vielleicht wird sich in Tenmyojis Dialog etwas ändern, da ich ihn ja schließlich betrogen habe, ne? Ha, Sigma, was willst du denn? Was ich will?
Was, glaubst du, ich bin hier, um einen Doktor zu spielen? Nur wenn du in Wahrheit... Nur wenn du in Wahrheit Clover bist. Ich sag dir mal was, wie wär's, wenn ich der Doktor bin? Du wirst auf diesen Untersuchungstisch gehen und ich werde dich mit diesem Skalpell da drüben aufschlitzen. Mann, bist du immer noch angepisst? Was zur Hölle glaubst du? Meine AP sind dank dir auf 1 gesunken. Komm schon, ich habe dir doch bereits gesagt, dass es mir leid tut. Ja, und das macht es ja viel besser, du gottverdammter Idiot. Nun, was zur Hölle soll ich denn dann machen? Verpiss dich. Scheint, als ob ich das bereits tun würde. Du weißt ja noch nicht mal die Hälfte. Geh mir einfach aus der Sicht. Das ist eine einfache Lösung. Schließ einfach deine Augen. Gehe lieber, bevor ich deine noch, bevor ich dir noch ein blaues verpasse. Der letzte Typ, den ich, bekämpft habe, ist in einem Krankenwagen nach Hause gekommen. Dann hättest du dir wohl keinen Kampf mit einem Notfallarzt aussuchen sollen. Halt die Klappe. Na gut. Also nach diesem einleitenden Gespräch, bei dem Tenmyoji merklich sauer auf Sigma war, danach kam nichts Neues mehr. Also wirklich, danach hat sich der komplette Dialog wiederholt. Deswegen, es ist jetzt wieder alles so gekommen wie vorher. Ich habe mit allen gesprochen, dann auf einmal hat sich Quark merkwürdig verhalten. Er ist zusammengebrochen, wollte sich umbringen. Wir haben ihn mit einem Narkotikum zum Schlafen gebracht. Und jetzt, ja. Jetzt stehen wir wieder vor den chromatischen Türen. So. Ja, die Optionen, die kenne ich ja bereits. Und ich glaube, dieses Mal werde ich sowieso keine große Wahl haben. Also, wie machen wir das? Ich werde nicht mit Sigma gehen. Er hat mich letztes Mal betrogen. Und was ist mit Vieh? Du hast den Knopf gedrückt, oder, Sigma? Nun ja, aber... Ich möchte nicht mit Dio gehen. Aus dem gleichen Grund. Ich kann niemandem vertrauen, der mich bereits betrogen hat. Ach so, ich kann ihm nicht vertrauen, dass er mich noch einmal verraten würde. Da er mich noch einmal verraten könnte. Vielen Dank auch, Quark. Dank dir ist meine Glaubwürdigkeit im Arsch. Nun, damit bleibt nur noch Option B. Nein, wir können Option B nicht machen. Warum nicht? Tut mir leid, Luna, aber ich kann dir und Vieh auch nicht trauen. So wie es jetzt gerade aussieht, wird jemand Quark tragen müssen. Ich kann es mir nicht leisten, ihn jemanden anzuvertrauen, dem ich nicht vertraue. Ich dachte, du vertraust Vieh. Nicht genug dafür. Und was willst du dann machen? Quark bewegte sich leicht in Kays Armen. Quark ist ein Solo, genauso wie du, Tenmyoji. Solos können sich nicht miteinander zusammentun. Daran erinnerst du dich doch. Ja, natürlich tue ich das. Ich habe nicht gesagt, dass es... Ich habe nicht gesagt, dass ich allen nicht vertrauen würde. Es gibt nur eine Person. Und wem vertraust du dann? Clover. Was? Mir? Ja, das habe ich gesagt. Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass du ihn auf jeden Fall sicher in Sicherheit wissen wirst. Oder dass du ihn auf jeden Fall sicher, dass er bei dir sicher sein wird. So, ist mir jetzt scheißegal. Das ist nett von dir, das zu sagen, aber mein Partner ist Sigma. Bist du sicher, dass du ihn mir geben möchtest? Es ist in Ordnung. Clover, du wählst einfach ganz alleine. Sorg dafür, dass Sigma außerhalb des AB-Raumes wartet. Nein. Wenn Clover Quark nimmt, dann müssen wir Option C nehmen, richtig? Das bedeutet, dass ich mit Dio stecken bleibe. Niemals, niemals im Leben werde ich das passieren lassen. Mit wem willst du dich denn dann zusammentun? Ist es nicht offensichtlich? Quark. Erinnerst du dich daran, was die Ansage gesagt hat? Etwas darüber, dass das System dich automatisch auf
Verbünden setzen wird, falls du nicht rechtzeitig wählen solltest? Wenn Quark bis dahin nicht aufwachen sollte... Nein! Das ist genau das, warum ich niemandem von euch vertrauen kann! Eine Minute verbleibt. Na super. Wir haben nicht viel Zeit, um das großartig auszudiskutieren. Lasst uns eine Wahl... Lasst uns wählen. Diejenigen, die gegen C sind... Alice und Dios Hände gingen nach oben. Was? Warum willst du C nicht haben, Dio? Nun, wenn sie mich so sehr hassen sollte, dann spielt es mir doch nicht wirklich in die Hände, oder? Nun gut, wie auch immer. Ich schätze mal, jeder, der seine Hand nicht erhebt, ist mit Option C einverstanden, richtig? Keiner legte Einspruch ein. Ich hielt auch meinen Mund. Gerade als Alice gesagt hat, dass es eine exzellente Chance wäre... Ja. Genauso wie Alice es gesagt hat, es gab eine exzellente Chance, dass Quark automatisch auf Verbünden gesetzt wird. Wenn das passiert, wäre er ein großartiger Gegner. Ich würde natürlich Verbünden wählen, aber es wäre gut, sich nicht um ihn Sorgen machen zu müssen, dass er Betrügen wählt. Nun gut, damit steht es 6 zu 2. Warte, was ist mit mir? Hier, bleib ruhig hier, wenn du nicht möchtest. Ich könnte allerdings sagen, dass dein Partner da auch ein Wörtchen mitzureden hat. Kay überreichte Quark sanft an mich weiter und verschränkte dann seine Arme und drehte sich zu Alice um. Ja. Ihr Kiefer knirschte, als sie zu ihm hochsah, und ich konnte sehen, wie sich die Zahnräder in ihrem Kopf bewegten. Also gut. 10 Minuten verbleiben. Beeil dich, Clover! Die Tür schließt sich! Ja! Hey! Passt gut auf Quark auf! Keine Sorge darüber! Okay, schnell, durch die chromatischen Türen. 2, 1, zack. Ha, krass. Tatsächlich haben wir es geschafft, dass Quark mit mir in ein Team gesteckt wird. Das ist schon zugegebenermaßen sehr merkwürdig. Also das ist das erste Mal. Ha, ist das eine Sackgasse? Ja, ja, schon klar. Bla, 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 bla. Ihr entdeckt den Hebel, einer von euch zieht ihn. Ja, ja, schon klar. Wow. Das Ding könnte eine Falle sein, und was macht sie? Sie lässt den Typen daran, der den kleinen Jungen hält. Toll. Siehst du, keine Nadeln, alles in Ordnung. Fürs Erste. Nur eine der Türen hat sich geöffnet. Hast du die Plakette an der Tür gesehen, bevor sie sich geöffnet hat? Ich glaube, da stand so etwas wie Behandlungszentrum. Glaubst du, das ist so eine Art medizinische Sache? Zuerst eine Krankenstation und jetzt das? Warum lande ich nur immer wieder an diesen Orten? Ich blickte zu Quark, der auf meiner Schulter weiterschlief. Hey, weißt du was? Du hast vielleicht heute Glück. Hä? Was meinst du? Nun ja, wenn das der Ort ist, an dem sie Leute behandeln, gibt es da drin ja vielleicht etwas, das Quark behandeln kann. Oh, ja! Dann lasst uns reingehen. Okay. So, ich denke mal, ich werde den Part auf jeden Fall beenden, sobald ich den Raum untersuchen kann. Ja, da sind die ganzen Pots. Da steht an der Seite, Behandlungspots. Ich schätze mal, da die behandeln Leute. Vielleicht kann es Quark helfen. Ja! Verdammt, hat keinen Sinn, es ist verschlossen. Schauen wir uns erstmal um. Vielleicht gibt es hier drinnen etwas, das uns sagen kann, wie man diese Tür aufschließt. Okay. Clover nickte und... ja, hüpfte weg, um den Raum zu untersuchen. Ich legte Quark neben die Tür des Behandlungszentrums.
Clover mag ziemlich paranoid wegen dem Hebel gewesen zu sein, aber es kann nicht schaden, vorsichtig zu sein. Warte kurz, halte durch, kleiner Junge. Wir werden dich schon bald geheilt haben. Ich streichelte sanft sein Haar und drehte mich dann wieder in Richtung Raum um. Ich musste eine Untersuchung. Ich hatte ein paar Untersuchungen anzustellen. Okay. Gut, an dieser Stelle werde ich dann auf jeden Fall den Part beenden und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin.